Auch im Erleben des Selbst wird der Mensch weiter sein Leben gestalten. Er löst sich ja nicht plötzlich auf. Hallo und willkommen zum Video Yoga Sutra Teil 3, dein wahres Selbst, innerhalb der Videoreihe Die Wahrheit über Yoga. In den beiden vorhergehenden Videos, Yoga Sutra Teil 1 und Teil 2, hatten wir uns beschäftigt mit dem ersten und dem zweiten Vers des Yoga Sutras. Nun kommt der dritte Vers dran. Doch vorher noch ein paar allgemeine Erklärungen zum Yoga Sutra an sich. Dieses Werk ist in einem bestimmten Stil geschrieben, im Sutra-Stil. Sutra bedeutet auf Sanskrit so viel wie Faden, Leitfaden, zumindest übersetzt man es bis heute so. Es ist eine Kurzanleitung über das behandelte Thema, in dem Fall natürlich Yoga. Wir haben hier einzelne Sanskrit-Wörter in aller Kürze aufgeschrieben, einfach nur hintereinander quasi, ohne weiterführende Erläuterung. Dafür gibt es zwei Gründe für die Art und Weise, Texte auf diese Weise aufzuschreiben, aufzuzeichnen, eben in diesem Sutra-Stil. Der erste Grund ist halt historisch bedingt. Diese Texte wurden in alter Zeit mündlich weitergegeben. Sie wurden nicht aufgeschrieben, sondern von Meister zu Schüler weitergereicht. Man musste sich also an sie erinnern, man musste sie auswendig lernen. Und dies geht mit einem solchen Text natürlich verhältnismäßig einfach. Hier haben wir Schlüsselworte, und die wird man sich entsprechend gut einprägen können. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um zu verhindern, dass Entstellungen stattfinden. Dass man sich da falsche Worte merkt, dass da bestimmte Dinge im Laufe der Zeit hinzukommen oder eben wegfallen. Also es schützt diesen Text quasi vor dem Zahn der Zeit, könnte man sagen. Er bleibt unberührt von irgendwelchen Fehlerhaftigkeiten. Jedenfalls so weit das überhaupt möglich ist. Ein komplexerer Text, der würde hier vielleicht diesem stille Posteffekt zum Opfer fallen. Das heißt, einer flüstert diese Sache weiter einem anderen, der flüstert das ebenfalls weiter und am Ende kommt ein Kauderwelsch raus. Das ist ja bekannt, stille Post. Und so ergeht es ja manchen Texten. Der Text, der im Sutra-Stil geschrieben ist, da wird da vielleicht nicht so Gefahr laufen. Der zweite Grund für die Verwendung des Sutra-Stils liegt eher im spirituellen System beziehungsweise in der Art und Weise des notwendigen Vorgehens innerhalb eines spirituellen Lebensweges selbst beschlossen. Und zwar verhält es sich so, dass ein Schüler, ein Yoga-Praktizierender hier angehalten ist, sich die zu erarbeitenden Erkenntnisse eben selber zu erschließen. Das geschieht zum einen intellektuell, zum anderen aber meditativ. Würde man ihm all diese Erklärungen und Möglichkeiten quasi vorservieren, vorgekaut und eintrichtern, all diese Antworten, die er möglicherweise haben könnte auf seine Fragen, dann hätte er das eben nicht selber erarbeitet. Es braucht aber diese Energie des Selbsterarbeitens. Das macht den spirituellen Weg aus. Jeder Mensch kommt hier zu anderen Schlüssen. Es mag der gleiche Text sein, aber natürlich kann man ihn völlig verschiedenartig interpretieren. Und da jeder Mensch verschieden ist, kommt er eben zu leicht anderen Ergebnissen als ein anderer Mensch. Das ist eigentlich völlig verständlich. Und dieser Sutra-Stil ist da eben wie geschaffen für. Hier gibt es keine vorgelegten oder vorgefertigten Antworten. Natürlich gibt es die Kommentare. Und daraus kann man natürlich auch schöpfen, aber wie ich schon eingangs erwähnte, im ersten Teil dieser Reihe Yoga Sutra, ist es eben so, dass man zwar auf die Kommentare sich stützen kann, aber nur mal den weiteren Weg, das weitere Erarbeiten, das muss dann in einem selber geschehen. Und dann wird man zu dementsprechenden Ergebnissen kommen, die verschieden sind von den Ergebnissen und Erkenntnissen, die andere Menschen haben. Das ist ganz klar. Da haben wir auch einen Unterschied zu anderen religiösen Systemen, in denen es einen Text oder eine Überlieferung gibt, die halt von jedem gleich verstanden werden soll. Mit nur wenig Verstand lässt sich eigentlich da erkennen, das kann so gar nicht funktionieren. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch kann und muss zu seinen eigenen Antworten finden. Das gilt besonders in der Yoga-Praxis. Schauen wir uns also jetzt den dritten Vers des Yoga-Sutras an. Wiederholen wir ganz kurz. Wir hatten uns den ersten und den zweiten Vers bereits erarbeitet. Atta Yoga Anushasanam.
Das Yoga findet im Hier und Jetzt statt. Der jetzige Moment ist Yoga. Der jetzige Moment wird immer nur das sein, was man hat. Und Yoga wird erlangt oder erreicht durch das Zur-Ruhe-Kommen der Bewegungen des Geistes. Wenn die Bewegungen des Geistes zur Ruhe kommen, wird Yoga erlangt. Dies führt direkt ins Jetzt. Ein Wegfall der Zeitlichkeit, ein Hinwenden zur Ewigkeit. Reines Bewusstsein. Nun sagt der dritte Vers, was dann geschieht. Tada, drashtu svarupe vastanam. Dann ruht der Sehende in sich selbst. Beziehungsweise dann findet der Sehende zu seiner eigenen Wohnstätte. So wird das Wort Vastanam auch übersetzt mit Wohnstätte. Das heißt also, wenn die Vittis, die Bewegung des Geistes, zur Ruhe kommen, dann wird sich derjenige, der da im Innern das alles wahrnimmt, das reine Bewusstsein, den Seher, Drashta, wird derjenige sich seiner selbst bewusst werden. Das hört sich jetzt etwas theoretisch an, man kann das vielleicht nochmal anders beschreiben. Wenn meine Gedanken zur Ruhe kommen, ist da ja noch das Bewusstsein, welches diese Gedanken beobachtet, welches das Zur-Ruhe-Kommen der Gedanken beobachtet und welches dann ja, seiner eigenen Präsenz bewusst ist. Das ist Drashtu. Und Drashtu ist nichts anderes als das, was wir in vergangenen Videos beschrieben hatten, als das Selbst im Gegensatz zum Ich, im Gegensatz zur Ego-Struktur, zur Persönlichkeit. Die Ego-Struktur ist aufgebaut aus den Bewegungen des Geistes. Wir hatten das gesehen in dem Video Yoga, Sinn und Zweck fundamental erklärt. Das kann ich noch in aller Kürze nochmal hier nachvollziehen. Hier hatte ich den Menschen so dargestellt. Hier der Mensch. Hier gibt es Elemente. Diese Elemente sind die Bewegung des Geistes. Sie beziehen sich auf äußere Faktoren des Lebens. Um das ganz schnell darzulegen, wir haben materiellen Besitz. Ich schreibe Auto. Das Auto ist zwar getrennt von mir und meinem Körper, aber ich identifiziere mich mit dem Auto. Ich werde zum Autofahrer. Dies ist eine Vritti, eine Bewegung des Geistes, ein Aspekt der Persönlichkeit dann. Ich fühle mich als Autofahrer, ich bin ein Autofahrer. Vielleicht habe ich dann zu Hause ein Schachspiel oder ich schreibe hier einfach Schach rein, ich beschäftige mich mit Schach. Auch das sind Vrittis, das ist Wissen, das sind Erinnerungen. Es bildet einen Teil einer Identität, die ich dann habe. Ich bin Schachspieler, ich bin ein schachspielender Autofahrer, der vielleicht noch gerne raucht. Dann schreibe ich mal Zigarette. Ja, da hatte ich dann in dem Video Yoga Sinn und Zweck fundamental erklärt, über Süchte gesprochen. Das ist eine Sucht. Auch die Sucht ist dann Teil der Persönlichkeit. Diese Persönlichkeitsaspekte, die ja die Ego-Struktur bilden, die werden im Laufe des Lebens in der Regel immer größer, immer zahlreicher und sie verhärten. Das ist eine natürliche Tendenz der Ego-Struktur. Sie hat Angst davor, zu verschwinden. Darum möchte sie sich davor schützen, durch Besitz, durch Verfestigung. Als wenn sie dadurch Unsterblichkeit erlangen würde, so verrückt sich das anhört, das ist ein Grund für diese unbewusste, es ist eine unbewusste Motivation dazu oder dafür, diese Dinge überhaupt erst anzusammeln. Wir haben also hier die Elemente der Ego-Struktur, die Identifikation, die Vrittis, die die Persönlichkeit bilden, die die Ego-Struktur bilden. Und diese verdecken das wirkliche Selbst. Das wirkliche Selbst identifiziert sich mit diesen Dingen und somit glaubt der Mensch, dass er all diese Dinge, diese Vrittis, diese Gedankenaufwallungen ist. Ja? Das heißt, man selbst nimmt sich einfach nur als diese Struktur wahr, obgleich man selbstverständlich nicht aus diesen Dingen besteht. Warum nicht? Denn diese Dinge ändern sich ständig. Sie fallen manchmal weg, vielleicht kommen andere Elemente hinzu, das Auto kann kaputt gehen oder ich kann mich entscheiden, ich möchte jetzt nicht länger Auto fahren, ich bin jetzt Motorradfahrer. Ja, dann lege ich diesen Teil meiner Identität plötzlich ab. Ich ändere mein ganzes Leben, aber in mir etwas ist ja noch dasselbe. Ja, das reine Bewusstsein, der im Hintergrund sich befindende Seher, Drashta, der all diese Dinge wahrnimmt, der ist ja noch da, unverändert. Das heißt, diese Dinge sind ständiger Veränderung unterworfen. Wenn diese Dinge jetzt durch Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, durch das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist, durch geeignete Methoden wie Meditation, das wurde ja beschrieben in den vorhergehenden Teil, wenn diese Vrittis und Gestaltungen nun zur Ruhe kommen, dann wird das Selbst wahrnehmbarer. Das Selbst kann sich selbst besser wahrnehmen. Das deute ich mal in der Weise an,
dass ich diese Elemente ja kleiner werden lasse. Es entstehen Lücken zwischen den Elementen. Es entsteht ein Gefühl der Freiheit, der Ruhe. Diese Elemente beziehen sich jetzt nicht nur auf die Identifikation mit materiellen Gegenständen. Das sind auch Gedanken, die natürlich damit zusammenhängen, mit dieser Geschäftigkeit des Lebens, mit der Ego-Struktur, die man aufbaut. In der Meditation, das hatte ich ja beschrieben, man beobachtet seine Gedanken. Man sieht, wie sie zur Ruhe kommen. Sie müssen nicht ganz verschwinden. Man erlebt eine Pause zwischen den Gedanken. Ja? Und in dieser Pause, in diesen Freiräumen, kann man dann immer mehr das Selbst, das reine Bewusstsein erleben. Beziehungsweise, wer erlebt es? Das Bewusstsein erlebt sich selber als existent, als wahre Identität, ja, des Menschen gewissermaßen. Dieser Zustand wäre dann Yoga. Dieser Zustand findet statt im Jetzt. Die Zeitlichkeit fällt weg. Ich erinnere an den ersten Teil dieser Reihe. Dann passiert eben, tada, dann Drashtu, der Sehende, das Selbst, ruht dann in sich selbst. Das ist der Zustand des Yoga. Schreibe ich hier nochmal selbst hin. Und das sagt dieser dritte Vers aus. Die Konsequenz aus Yoga, der Verbindung, entweder mit dem wahren Selbst, je nachdem, welches philosophische System man hier zugrunde liegt. Also Yoga bedeutet die Verbindung zum wahren Selbst, beziehungsweise die Verbindung dann des Selbstes mit dem Absoluten. Ja, das wäre etwas religiöser. Das Selbst könnte ich bezeichnen als Purusha. Purusha. Oder als Atman. Diese beiden Dinge kommen aus unterschiedlichen Systemen, das hatte ich auch schon beschrieben. Und Brahman wäre der universelle bzw. absolute Aspekt von Atman. Atman wäre eine Art von Einzelseele, wobei das Wort Seele etwas schwierig immer ist. Nehmen wir es ruhig kurz. Das wäre die Einzelseele und Brahman wäre dann eine Art Weltenseele. Und das wäre nichts anderes als Gott. Und Atman wäre Gott, das göttliche Prinzip in jedem Menschen. All diese Dinge hatte ich auch schon beschrieben in dem Video Yoga, Sinn und Zweck fundamental erklärt. Und auch in anderen Videos wurde das schon angesprochen. Das sagt also jetzt noch einmal der dritte Vers aus. Das Selbst ruht in seiner eigenen Wohnstätte, das Selbst, das heißt das reine Bewusstsein, der Seher in dem Fall ganz wörtlich zu verstehen, Drashtu, ja, ist sich seiner selbst dann bewusst. Was hier noch erwähnenswert ist, ist, dass diese Gestaltungen, diese Aspekte der Persönlichkeit, gerade auch sehr stark behaftet mit Materialität, Materialismus nennt man es ja auch, dass diese Dinge, die Gedanken, Wünsche, Hoffnungen, die materiellen Identifikationen bis zu einem gewissen Grad natürlich weiter existieren. Auch im Erleben des Selbst wird der Mensch weiter sein Leben gestalten. Er löst sich ja nicht plötzlich auf, sondern es gibt immer noch die Notwendigkeit zu essen, zu leben, zu atmen, zu agieren. Ich sagte schon im vorhergehenden Video, dass der Yoga-Zustand, wenn die Bewegungen des Geistes zur Ruhe gekommen sind, eben nicht darin besteht, aus einer gähnenden Leere, sondern dass hier eine neue Qualität von Bewusstsein entsteht, die dem Verstand nicht zugänglich ist. Das heißt, ein Mensch, der Atman verwirklicht hat, das hört sich schon wieder etwas abgehoben an, sagen wir, ein Mensch, der sich seines Selbstes sehr stark bewusst ist und in den Yoga-Zustand hineinkommt, vielleicht beginnt hineinzukommen oder wirklich Yoga erlebt, der wird weiterhin jetzt mit diesen Elementen arbeiten können. Er wird seine Persönlichkeitsstruktur weiterhin haben, aber eine Persönlichkeitsstruktur, die eben bestimmt ist von einem yogischen Bewusstsein. Das ist eine Persönlichkeitsstruktur, die dann eben gesund sein wird, die ihm Freude bereitet und anderen, die einfach funktioniert. Das ist ein Phänomen, das kann man natürlich beobachten, bei Menschen, die dementsprechende Erfahrungen gemacht haben. Das ist vielleicht nicht so häufig, aber die Möglichkeit besteht natürlich dazu. Das ist keine Frage des Glaubens, das ist erlebbar, das ist nachvollziehbar. Diese Dinge beginnen in einem zu erblühen. Yoga ist kein Zustand, der dann plötzlich eintritt, und dann hat man ihn, sondern Yoga erblüht in einem. Es gibt also zahlreiche Entwicklungsebenen, könnte man es nennen. Vielleicht ist das Wort Entwicklungsebene vielleicht auch nicht so gut. Es gibt zahlreiche Intensitäten dieses Erlebens, des wahren Selbst. Das kann jeder einfache Mensch erleben, ohne eine Yoga-Praxis zu machen. Wenn er überhaupt zur Ruhe kommt, wenn er fähig ist, ein natürliches Wesen zu sein.
Und in unserer heutigen Welt ist das natürlich alles sehr schwierig. Wir sind umgeben von so viel Information, von so viel Geschäftigkeit, von der Schnelllebigkeit des Lebens. Da sind wir sehr stark beeinflusst von vielen Gestaltungen, die unsere Persönlichkeitsstruktur überschütten. Wir nehmen viele Dinge an, wir lassen viel in unsere Persönlichkeit hinein, in unsere Ego-Struktur. Da ist es natürlich unter den Bedingungen ziemlich schwierig, hier zum Selbst zu kommen natürlich. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Noch eine Anmerkung, dass hier das Wort Drashta bzw. Drashto hier im Zusammenhang in der Grammatik verwendet ist. Also Drashta letztendlich. Und das ist eine sehr gute Sache, denn dies befreit diesen Sinn von jeglichen religiösen Spekulationen. Hier wird nicht das Wort Gott verwendet oder Seele noch nicht mal, sondern es ist der Seher. Das ist ein psychologisches Phänomen, was jeder nachvollziehen kann, was jeder weiß. Auch die Erlebnisse in der Meditation deuten dann darauf hin, dass diese Dinge so geschehen. Das Yoga-Sutra, dies wurde auch immer wieder betont von vielen Yogis, von vielen Meistern, ist im Grunde ein wissenschaftliches Werk. Das kann man so sehen. Man kann sehr vieles psychologisch nachvollziehen. Und sicher gibt es da auch Teile des Yoga-Sutra, da könnte man sich dann drüber streiten, inwieweit man das als wissenschaftlich bezeichnen kann. Hier, diese ersten drei Verse und dann noch die weitergehenden, das ist psychologisch definitiv zu beweisen. Das ist das, was eigentlich eine moderne Psychologie auch über den Menschen und seinen Zustand aussagen könnte. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses vergleichsweise kurzen Videos. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche eine gute Zeit und viel Erfolg auf dem Weg.